Hallo Leute, heute mal aus zwei Perspektiven. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Okay, also das ist ein bisschen strange, weil ich habe schon voll lange nicht mehr so einfach nur gelabert vor der Kamera. Das ist gerade ein bisschen komisch und vor allem rede ich auch eigentlich meistens die ganze Zeit auf Englisch. Also vor allem schreiben und so in ganzen Social Media und so. Aber ich ziehe das jetzt durch, denn ein Viertel von euch hat für weitere Depri-Mucke gestimmt. Das heißt, drei Viertel von euch haben für ein Unboxing gestimmt. Ich habe nämlich eine Umfrage gestartet auf YouTube und naja, jetzt bin ich hier und zwar mit der Kawaii-Box. Und das ist also eine Box aus Japan, wo so allerlei Krimskrams drin ist. Also meistens so Schreibwarenartikel und auch was zu naschen und keine Ahnung, das ist irgendwie alles voll niedlich und deswegen habe ich das. Okay, ich mache das jetzt einfach mal auf. Alrighty then. Also zuerst hat man immer hier so ein Buch, wo drin steht, was drin ist. Das gucken wir uns jetzt natürlich nicht an. Oh, es sieht so süß aus! Also ich glaube, das erste ist schon was zu naschen. Ich glaube, es sind Tatzen. Ja, ich mach das jetzt. Ich glaube, das sind Erdbeerpfoten. Okay. Oh, es riecht sehr chemisch, aber was habe ich auch erwartet? Oh Mann, die sehen voll niedlich aus. Ja, ich bin jetzt nicht so der Naschtyp. Muss nicht sein. Also. Okay, als nächstes raschel, raschel, voll laut. Ein Melonenhund. Okay, es ist ein Melonenhund. Also, ich meine. Melonenhund. Okay. Irgendwie will ich jetzt noch so eine Tatze essen. Verdammt. Was habe ich getan? Okay, was ist es? Sind das süße Ohrstöpsel? OMG, ich glaube, es sind süße Ohrstöpsel. Will ich das? Will ich niedliche Ohrstöpsel? Ja. Heck ja, es sind niedliche Ohrstöpsel. Okay. Ja. Als nächstes haben wir hier, das Einzige, was ich darauf lesen kann, ist Carrot. Also so wie ich Japan kenne, hier steht auch nur I like Carrot. Wie ich Japan kenne, sind das kleine Radiergummis. Ja, das sind Radiergummis. Kleine Mini-Radiergummis, die man sofort verliert. Top. Also Stern und Herz. Okay. Stern und Herz. Gut. Was haben wir hier? Oh, was ist es? Was kann es? Was macht es? Okay, also es ist ein Band. Bin ich jetzt blöd? Wofür ist das? Oh, das werde ich gleich mal nachlesen. Da steht Jelly Beans drauf. Also ich bin offiziell verwirrt. okay. What the? Okay. Hä? Eine süße Tasche. Das ist voll süß. Was tue ich da rein? Oh Mann, die ist voll süß. Ja, vielleicht tue ich da die kleinen Radiergummis rein, damit man sie nicht verliert. Und natürlich, natürlich ein Eiscreme-Hund-Stift. Zusätzlich zum Melonenhund. Ja, es ist ein Stift, der ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Und ist ein Fineliner, glaube ich. Ja. Er ist schwer. Ein schwerer Fineliner. Ja, Sticker! Ich liebe Sticker. Oh, mit Chip und Chap. In Glitzer. Gut, sehr gut. Ausgezeichnet.
irgendwie benutze ich die immer nicht. Also die sind immer viel zu süß. Also ich sammle die einfach nur und denke mir so, oh, die kann ich bestimmt mal richtig gut gebrauchen für. Und dann liegen sie einfach rum. Und ich glaube schon, das letzte Item ist eine Fat Orange Cat. Keep writing. Okay, also so ein Journal quasi für vielleicht Essen. Fat Orange Cat. Healthy. Kann man, ja, Sticker reinkleben und mit dem schweren Eiscreme-Bären-Hund-Stift schreiben. Ne? So, jetzt gucke ich mal, was das hier ist. Ich habe keinen Plan, wirklich. Oh, ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht blöd an. Ich hoffe, nicht alle wissen, was es ist, nur ich nicht. Erstmal, das Wort des Monats ist Nyan. Und es heißt Miau. Rafaela Nyan. Pastel Dream Bottle Strap. Standard beverages get the kawaii treatment with a dreamy bottle strap. Clip the strap to your bottle, wear it on your shoulder and strut your stuff while staying hydrated in style. Ist das etwa für meine Hydro Flask? Oh ja, ich habe gar keine. Ich habe hier gerade Tee stehen. Man kann da anscheinend eine ganz bestimmte Größe von Flasche reinstecken. Und die dann total kawaii mit sich rumschleppen. Wenn ich eines Tages mal eine solche Flasche finde, dann... Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt mal mit einer ganz normalen PET-Flasche aus. Flasche. Okay, ich habe hier eine Flasche gefunden. Okay, was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das draußen? Oh. Es hat geklappt. Ja. Jetzt kann ich total kawaii meine Flasche mit mir rumschleppen. Yay! Ja, also ich glaube, man kann es bestimmt noch länger... Oh Gott! Also man kann es auch bestimmt noch länger machen. Aber brauche ich das? Ja, das war's auch schon wieder mit der Kawaii-Box. Auf dieser Website hier bekommt ihr mit diesem Code ein Free Kawaii-Gift. Okay, das Ende fällt mir immer schwer. Also ich würde am liebsten einfach Tschüss sagen so. Aber okay, ich muss jetzt sagen, okay, ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Zum nächsten Unboxing oder so. Oder Deprimucke, wer weiß. Tschüss!